Ich bin doch gerade nicht abgegangen. Ich habe nur den Kampf genossen. Ja, geht nicht. Bin ja in... Ah, okay. Ja. Selber schuld. Engelland. Nee. Engelalaland oder so. Irgendwie haben die das ja so komisch genannt. Was soll ich Flure ja nicht haben? Gesundheit, Schatz! Ups. Bin, glaube ich, auf eine Leiche gesprungen. Ey, oh, wenn ich mal Furion. Nämlich. Was du schon wieder denkst. Ach, dann ist es wieder die andere Seite. Muss man noch hier reinkommen. Fühlt sich auch wieder komisch an. Hier wird es dir, glaube ich, verzeihen. Bei dem Haus habe ich auch erst blöd gesucht, okay? Ich vermute mal, dass es irgendwie so einen Nebeneingang hat. Reingehen kann man nicht. Oder kann man die Dinger kaputt machen? Ja. Ich weiß, ich bin müde, ne? Wenn ich es nicht gefunden hätte, hätte ich gefragt. Nimmst du wieder den Dienstboteneingang? Ja. Ja. Da ist mal wieder ein bisschen Heilung mit dabei. Okay, mein Proviant ist voll. Aber wo das? Ich habe ja jetzt noch. Fertigkeit. Autsch. So, Fähigkeiten Schaden würde ich auch gerne machen. Und Rückenfallen interessiert mich eigentlich eher weniger. Aber hier Nahkampfschaden, mal gucken, was hier unten noch ist. Geht echt noch reichweitig. Gleichangriffschaden muss ich auch noch erhöhen, definitiv. Ganz wichtig. Mal hier, fortgeschrittener Meuchelmord. Die Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgeschnittenen Angriff. Nett. Das sieht nett aus. Schaden, Fernkampf. Ne, machen wir jetzt hier noch. Damit ich weiß, was hier drüben ist. Machen wir hier noch. Bogen, Nahkampfwechsel. Zwischen Bogen- und Nahkampfangriffe wechselt, richtest du für kurze Zeit extra Schaden. Ah, okay, das ist jetzt nicht so... Okay, ist nett. Ist nett, muss man sagen. Aber da ist nochmal Gesundheit. Mann, wie viele Dinge kann man denn da freischalten? Sieht ja mal hier... Und da sieht man hier auch noch so einen Strich. Wird wohl noch was kommen. Aber interessant, interessant. Du weißt, dass du jederzeit die Punkte neu verteilen kannst? Nee, wusste ich nicht. Vier. Hab mal just for fun meine Punkte resettet und einfach mal jeden Pfad abgegangen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit, Euphoria. Ach, Mensch. Aragorn, ich glaube, ich muss morgen mal mit dir reden. Irgendwie reagierst du da auf... Keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Aber man hat viele Wege, okay? Unten steht's, mit R kannst du alle auf einmal resetten oder mit der Maus drauf gehst und mit rechts gedrückt. Ach, so geht das auch. So geht das auch. Haben wir jetzt hier vorne noch was? Habe ich auch wieder so ein Artefakt-Ding? Nehmen wir natürlich erstmal noch mit. Viel mitnehmen, wie man mitnehmen kann. Schatzhortkarte gesammelt, okay. Okay, jetzt bin ich damit wieder voll. Okay, jetzt muss ich es echt austesten. Ich muss es nochmal austesten. Da kommt nichts. Ich halt's gedrückt. Nur antippen, ja, da sind sie. Okay, danke. Entschuldige. Kein Wunder, dass sie vorhin nicht gekommen sind. Sag mal, Vogel, wann hast du das nicht vorher gesagt? Mann! Ich bin den ganzen Scheißweg da. Och, Mann! Die Dringhalten ist einfach nur am Horn spielen. Achso, nur am Horn spielen. Scheiße. Gleich kommen alle Elche aus dem Wald. Ich habe das nur mit einem, nur so leicht mitgekriegt, dass ich mit J irgendwie rufen kann. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass ich tippen oder halten soll. Meistens ist es ja immer so, dass man halten soll. Deswegen, also, ja. Halten und nicht drücken, ne? Entschuldigung. Lecker Braten. Ja. Wieso machen die eigentlich keine Musik? Muss man erstmal so wieder Songtexte finden oder wie ist das? Okay, meine Frau wirft rein. Sie sind zu nüchtern. Echt, man muss tatsächlich wieder finden. Boah. Ja, R gedrückt halten hatte ich schon. Jetzt machen wir. Ich hatte eben gerade gedrückt gehalten, da ist nichts passiert. Das muss kurz warten. Dann mal guten Appetit, ne, Euphorion. Was ist mit Blöd? Wer? Wo? Wo? Wo plündern? Wie wollen wir plündern? Plündern, Bratschatz und Ver... Nein, das nicht. Entschuldigung. Ach, das ist zu anstrengend. Naja, okay. Anstrengungen sollte man vermeiden. An einem Sonntag. Da rollte der Kopf. Jawohl, wie? Sag mal, wieso kann ich. Achso, ich kann noch nicht drücken. Ich muss erstmal Adrenalin aufladen.
Okay. Da hinten ist mein Opfer. Kommt auf mich zugelaufen. Hä? Passiert irgendwie nicht viel? Da muss ich das gedrückt halten. Da ist die Hand flöten gegangen. Ah ja, okay. Hab ich gerade auch mitgekriegt. Lasst mir einen übrig. Ich muss jemanden töten. Friss Scheiße. Ah, du bist gut. Fertig. Die Hand wollte nur zum Abschied winken. Ja, gibt eindeutig bessere Fähigkeiten. 100%. Oh, trotzdem nicht schlecht. Nein, nicht dort hoch. Kann ja gar nicht so schlagen, ne? Herzhaft. Mach mal so. Juhu, das ist so. Ach Quatsch, wer kennt das noch? Ich muss ein bisschen heilen. Da jodelt jemand! Abschied sage ich leise Scheiße. Richtig. Aber ich finde es auch cool, dass man Frauen abschlacht in Game und nicht sonst alle männlichen Schars. Stimmt. Aber damals zur Wikingerzeit war das egal. Da haben ja auch die Frauen mitgekämpft. Ne? Niki, da hat jemand das Horn gejodelt. Schildmaid, Walküre. Das ist das Segel. Ja, Verdammnisbringerin ist meine Frau. Schildmaid, genau. Die konnten genauso gut kämpfen wie die Kerle damals. Ja, aber sie kämpften auch so. Euphurion. Nicht nur dafür. Ich brauche mal den Speed-Antrieb. Popo rein und furzen. Ja, waren die Elite. Von Odin. Wir machen später weiter. Was ist das? Nee, hier fahren wir mal vorbei. Wieso? Haben sie zu viel PS, Niki? Ja, das ist richtig Euphorie. Das auf jeden Fall. Da ist nicht genügend Druck drauf.
Muss ich eigentlich hin? Ah, da. Da hätte ich auch rüberlaufen können. Gib mal Gummi! Aber auch genauso wie die Amazonen, ne? Das waren ja auch solche Kraftfrauen. Die markieren Y gedrückt halten, dann Edo. Habe ich ja gemacht. Ich fahre gerade das Schiff ohne Hände. Naturtalent, ja. Ja, aber nur die Küste entlang. Das kann nicht ohne Markierungsziel sonst wirken. Deswegen ja, Y und dann E drücken. Habe ich gemacht. Deswegen fährt er ja dahin. Dein Seebären oder Seelöwen. Würde ich gerade so ein bisschen was sehen. Ja, die Filmansicht ist schon nicht schlecht. So für die langen Strecken. Besser als bei Final Fantasy 15, wenn man Auto fährt. 8 Minuten. Hier, das Ziel musste ich nicht markieren. Das bietet er automatisch an, wenn du Y gedrückt hältst. Anschließend E zu drücken. Einen kleinen Augenblick für einen kleinen Moment. Genau, richtig, Euphogel, richtig. Die aktive Quest. Aber so weiß ich wenigstens, wenn ich irgendwo anders hin will, dass ich das so machen muss. Und daher Euphorien, danke. Hört sich draußen an, wie Rocky auf Stimmen drückt. Singt ihr Lappen. Für Geschichte wechseln? Kennt ihr die Geschichte von den 6 christlichen Missionaren? Aber sogar Geschichten gibt's hier. Geil. Ab, um dem allmächtigen Tor zu huldigen. Du zeigtest ihnen, wie sie aus Kreuzen Hämmer machen können, indem sie sie einfach umdrehen. Und sie fielen vor Freude in Ohnmacht. Die Geschichte? Ja, genau die. Müsst ihr jetzt kommen? Ich glaube, wir sind angekommen. Hast du Bremsen! Schon so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Hey, du, Mini-Assassine. Gleich mal töten von hinten. Das war norwegisch. Was sagt der hier? Euphorion? Warte kurz. Yo. Darf ich dich töten? Das wird bestimmt ein Kämpfchen mit ihm.
Du großer. Du. Trauerbringer. Ich bring dir die Trauer bei, du. Du bist mein Duch. Ja, und einen Apfel kaufen möchtest. Ja, ja. Sag mal, wie weit ist die Szene? Das muss ich mal im Vorfeld wissen. Weil wenn du das da schon getestet, schon gemacht hast, wie weit ist die Szene? Das muss ich wissen, wie das streamt. Nicht weit, aber mega funny. Mhm. Nicht, dass ich da eine Blende machen muss. Komm, komm, keine falsche Scheu. Ich verwende nur hochwertige Pfeile. Diese Pfeile können auf große Entfernung Schädel durchschlagen. Zusammen mit einem Raubtierbogen richten sie enormen Kopfschussschaden. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Ja, die interessieren mich bloß nur gerade nicht. Nun muss ich gehen. Auf bald. Nee, das Spiel ist streamerfreundlich. Selbst mit aktivierten Nacktheit. Nee, ich habe Nacktheit ausgeschaltet. Muss ich doch hier mal rübergehen. Dass er hier andauernd. Moment. Oh, welches ist es denn? Das hier. Habe ich jetzt mal kurz deaktiviert. Bis ich da morgen mal beigehe und mir das Problemchen angucke, Euphorie. Also jetzt passiert nichts mehr. Zeig mir, was vor uns liegt. Alles schreiben definitiv nicht. Soll ich nochmal versuchen zu saufen? Willst du dich mit mir messen? Schütte schneller runter als ich, dann gewinnst du. Okay, versuch's nochmal. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Doch, weil ich nicht wusste, dass mit den Buchstaben wegen gleichzeitig drücken und so. Hab ich fast. War echt knapp.
Der Mann ist aus für meine Frau, genauso hässlich. Ja, ein typisch Wikinger. Schatz, du bist wunderschön. Das weißt du ganz genau. Das sind so typische Sprüche von dir. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Haitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Das mag ich zu bezweifeln, Arthurion. Hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Aber dabei nur nicht furzen. Willst du, dass ich mich deiner Bruderschaft anschließe? Geht es so deiner Bruderschaft zuvor? So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen. Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal.